Es liegt ein Problem vor, dessen du dich annehmen musst. Die Vorhut hat sich mit den existierenden Bray-Archiven vertraut gemacht und wir haben Hinweise auf den Hephaistos-Index gefunden. Der Index ist eine Waffenentwicklungsdatenbank. Sollte es unseren Feinden gelingen, darauf zuzugreifen, könnten sie ganz leicht gefährliche Artillerie rekonstruieren. Ich habe mehrere Zugangsterminale mit den Daten gefunden. Zerstöre sie. Das erste Terminal gibt's nicht mehr. Ausgezeichnete Arbeit. Zerstört das nächste. Die harten Daten wurden ausgelöscht. Jetzt. Hey, Moment mal. Hab den Vorhutkanal manipuliert, damit wir uns ungestört unterhalten können. Zavala hat recht, dass es ein Risiko ist. Aber du kannst doch nicht so einfach Geschichte löschen. Ich verstehe, wie du dich fühlst, Anna. Aber was schlägst du vor? Tu, was Zavala will. Nur fertige mir eine Kopie an. So kann ich den Index untersuchen und Zavala muss sich keine Sorgen machen, dass unsere Feinde ihn in die Hände bekommen. Na gut, wir kümmern uns drum. Lasst uns eine vorläufige Verbindung zwischen dem Netzwerk und Annas Anlage herstellen. Verbindung steht. Sieht aus, als ob die gelöschten Daten noch auf zwei Backup-Serverstücken sind. Beschaff sie mir, dann kann ich sie zusammenbasteln. Kleine Komplikation. Die Schar hat euch aufgespürt. Die Schar ist kein Problem für uns, selbst wenn sie eingefroren ist. Halte nur das Netzwerk offen. Thank you.
hübsch, aber mit beiden Hälften kann ich alles zusammensetzen. Super, haben alle Daten. Aber für den Zusammenbau brauche ich extra Computerpower. Geht zum Hauptterminal. Beginne den Zusammenbau. Was geht da vor, Sie? Sie helfen mir, Zavala. Der Hephaistos-Index ist eine unglaubliche Quelle. Wir dürfen sie nicht verlieren, aber du musst mir vertrauen. Habe ich eine andere Wahl? Und haltet mir die Schar vom Leib, während ich arbeite. Danke, Zavala. Der Index ist sicher offline und wir können damit Tech aus dem goldenen Zeitalter nachbauen. Denk dir nur, was wir alles bauen können. Tu ich, Anastasia. Doch sollten diese Informationen je zu einem Problem werden, bist du persönlich dafür verantwortlich. Ich würde es nicht anders wollen.